Hallo und herzlich willkommen zurück in der Zuckerwattenwolkenzone. Wir starten hier in 6. Level, Schlangenblock im Tal des Nebels. Genau. Oh no, was ist das? Das kennen wir noch gar nicht. Das Pferd wahrscheinlich. Ah, das Pferd. Okay, das ist wieder sowas. Oh je, Mine, da haben wir ja noch Horror. Also ich zumindest. Von. Was macht der? Ah, okay, der versperrt uns nur die Sicht. Eiche, gerne. Ich bin hier mal wieder mit einem Toad unterwegs. Wie ihr sehen könnt. Jawohl. Erste Starcoin? Ja. Nice. Du. Okay, ja, jetzt gehen wir mal oben lang. Oh, ein One-Up. Jawohl, das haben wir auch. Gut, zweites Starcoin auch. Tschüss, Cooper. Oh, das war's. Aber wir warten, bevor wir reingehen. Weil hier kommt doch bestimmt noch die dritte Starcoin, oder? Oder ist das ein Scrolling? Ich hab hier echt nichts mehr. Ist. Ach komm, das kannst du nicht sein. Naja. Ah ne, wir waren ja noch nicht mal beim Checkpoint. Genau. Ja, eben. Also alles gut. Oh no, Hammer Bro. Gut. Ist er down. Oioioi. Das war wieder sehr knapp. Zu knapp für meine. No, da ist Safety to the Starcoin. Oder? Nein. Okay, haben wir es richtig gemacht. Oh Gott, ich bin immer sehr angespannt in diesem Level, weil wir in dem Castle so verkackt haben letztens. Aha, schaut. Money für uns. Und da ist die dritte Starcoin. Ey, wie sollten wir das denn hinkriegen? Naja, wir sehen uns. Na, obwohl. Ja, ich schaue einfach, wie ich schneide. Okay, Leute. Da wir eh zu viele Eichepilze noch haben, habe ich jetzt beschlossen, mir meinen Eichepilz einzusetzen. Oh Gott, wo fliegen wir? Und dieses Level bietet sich doch auch voll gut an dafür. Ich will nicht in einen Koopa reinfliegen. Ja, perfekt. Okay, ja, ich denke mal, jetzt haben wir das Level auch abgeschlossen. Wo sind wir? Da, okay. Ja, mein Bro, du kannst mir leider nichts mehr. Wie sind wir jetzt da hingeflogen? Ich denke mal, da kommt nichts mehr. Also ab in die Rohre. Immer noch nicht zu Ende, oder was? Mal schauen. Jawohl. Zwar mit einer P-Eichel, aber wir haben eh noch zu viele. Deswegen passt das. Okay. Das Level zu 100% abgeschlossen. Jawohl. Dann gehen wir jetzt schon zu Ludwig, dem Endboss der 6. Welt, 7. Welt, ups. Aber davor gehen wir doch ins Toadhaus für unsere Items. Oh je, Mine. Selbst gibt wieder 3 Bowser. Ja. Ich muss mich konzentrieren, Leute. Okay, ich glaube, ich weiß es.
Ja, und schade. Okay, da war der Stern. Okay, naja, ist nicht so schlimm. Yay, wir freuen uns trotzdem. Gut, ja, dann Dankeschön. Nehme ich gerne mit. Okay, ja, danke. Jetzt geht's ab zu Ludwig. Natürlich auch mit dem Tod Ludwigs Uhrwerkfestung. Zuckerwattenwolkenwell. Zone. Festung. Okay, go. Mein Gott, was erwartet uns denn hier? Da oben ist, denke ich mal, nichts, nein. Nee, ich nehme lieber eine Eiche, ist besser. Och Gott. Eiche rettet erstmal extrem. Und das war's mit unserer Eiche. Warum gehen die Feuerbälle durch den? Das ist ja richtig unfair. Ah, One-Up. Wow. Das wir nicht kriegen werden. Oh doch. Ey. Wie sollen wir da durchkommen, frage ich mich. Ob hier nichts ist, dann müssen wir noch hier gucken. Aha. So, wir müssen oben rumlaufen. Okay. Och, davon habe ich befürchtet. Ach, Manu. Naja. Und... Hä? Achso, die erste... Oh Gott. Die erste Starcoin war ja hier. Stimmt. Oh Gott. Nicht nochmal zerquetscht werden. Jawohl, wir haben's. Wow. Renntod. Gut. Haben wir diesen Abteil hier abgeschlossen. Jawohl. Was ist das für einer? Ja, der lässt uns erzittern. Was ist das denn? Ist ein Hammer, Bro? Alles klar. Nein, wir bräuchten den. Ach man. Okay, eine Starcoin, denke ich mal, haben wir nicht. Ja, safe. Wow, nur Coins. Ich hatte schon Hoffnung. Beziehungsweise wir können gucken, ob er respawnt, was ich nicht glaube. Nein. Och man. Naja, falls wir jetzt sterben sollten, hätten wir noch die Chance, ihn nochmal zu kriegen. Gut, hier ist nichts. Tot. Ich glaube mal, da ist nichts. Okay, wow. Ja, komm schon, jetzt können wir es kriegen. Renn. Jawohl. Können wir den eigentlich vereisen? Ja, gut. Und dann... Perfekt. Hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Oh, das war jetzt ein bisschen Luck. Aber gut, ne? Warum ist hier was? Kommt man hier hoch? Sieht stark danach aus. Aha, ich hab's gewusst. Aber ist da echt nichts? War schon schwer, so hoch zu gehen. Komm schon. Kriegen wir wohin? Naja, gehen wir jetzt weiter. Oh Gott. Er soll einen Firebro hier töten. So wollte ich ihn eigentlich nicht töten, aber naja.
Oh, jetzt müssen wir abwarten. Gut, jetzt aber. Wir müssen da runter, okay. Wie auch immer wir das schaffen sollen. Ah, mitrennen. Okay, go. So, das sollten wir jetzt hinkriegen. Nein, wir müssen von der... Sterben wir jetzt? Nein. Gut, wir müssen von der anderen Seite rein. Aber das ist echt assi, dieser Typ da. Wenn man erwischt wird, dann stirbt man. Deswegen töten wir dich erstmal. Ey. Gut. Dann... Das war, glaube ich, ein Fehler. Oh Gott. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. Wir haben auch nur noch 100 Sekunden. Deswegen wenigstens die dritte Starcoin haben wir. Okay, dann jetzt ab zu Ludwig. Mal gucken, was uns bei ihm erwartet. Hallo. Oh, da sieht man schon das Schloss im Hintergrund. Das ist gut gemacht. So, ab zum Schloss. Nein. Oh Mann. Ah, wir hatten eh nur noch 6 Sekunden, also war ganz knapp. Besser als ein Timeout, schätze ich mal. Okay. Dann hole ich mir die Starcoins beide und dann sehen wir uns gleich wieder beim Fight. Gut, Leute, dann können wir ja jetzt gucken, was hier ist. Achso, wenn er nochmal eine Stampfattacke macht, dann springen wir und dann... Aha, ich hab's gewusst. Hier war noch eine Starcoin. Und zwar die zweite. Dann frage ich mich aber trotzdem, was bei der Röhre da ist. Können wir ja jetzt nachprüfen. Und schneiden tue ich jetzt doch nicht. So. Ey, jetzt werden wir wieder hier hingeschoben. Nope. Oh Gott, dann hätten wir es wieder nicht testen können. Aber doch, wir haben es geschafft. Und ja, deswegen können wir es jetzt austesten. Kann man da nicht mal rein? Ach komm, verarsch mich nicht. Von hier wird's gehen. Ja, hab ich's doch gewusst. Mal schauen, was uns hier erwartet. Kein Secret Exit, oder? Coins. Achso, da kommen noch mehr. Okay. Dann seht ihr das auch noch. Und das war's. Wow. Okay, ja. Nicht eigentlich erwähnenswert, aber ich zeig's euch trotzdem natürlich. Geh weg, Fire Bro. Und diesmal mit ist sogar mit Eiche, denke ich mal, besser. Gegen Ludwig. Also, again gegen Ludwig. Diesmal mit allen 3 Starcoins. Hoffen wir mal, wir kriegen's hin, weil die zweite wird ja nicht gespeichert. Okay, also. Rache ist süß, würde ich sagen. Also, again, Ludwig, wir kommen. Komm schon, der Richtige. Och, hätten wir keinen Spinjump gemacht. Wir sehen uns gleich wieder beim Fight. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, aber ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Deswegen versuche ich es jetzt mit Toadette. Ist ja eigentlich genauso wie bei einer Eiche, also macht eigentlich keinen Unterschied. Also, zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind 3. Ich weiß nicht, was ich danach sagen soll, wenn wir jetzt nochmal failen. Aber naja. Naja, komm. Kann halt jetzt wieder jeder von denen sein. Ja, das war fair. Gut, bitte erwisch mir ihn 2-mal. Okay, er kommt da raus.
gewusst. Er kommt immer an der Ecke raus. So, und ihr habt ihn ja oft genug gesehen. Deswegen falls ich ihn jetzt wieder direkt. Perfekt. Ist mir egal, Leute. Außer wir haben es abgeschlossen. Und es ist ja gar nicht so easy mit Peachette, weil wir hatten vorher auch eine Eichel. Also ist kein großer Unterschied, nehme ich an. Genau. Und ich hoffe mal, wir kriegen jetzt die Meldung, dass wir alles da können haben. Aber natürlich als erstes wird sein Haus noch verdroschen. Ich würde sagen, wir bleiben dann jetzt gleich Toadette. Ja, jetzt erwartet uns etwas. Und ich will nicht spoilern. Und kommt die Musik? Achso, es kommt noch nicht. Jetzt kommt's. Wir haben nicht alle Star Coins. Oh. was erwartet uns hier wohl? Okay. Da ist mal wieder Bowser. Ich habe mich gerade echt gewundert, dass wir nach der Endburg noch nicht alle Star Coins haben. Da bist du wieder. Die Rache, oder was? Von lass dir das eine Galeere sein. Luftgaleere im Anflug. Zuckerwattenwolkenzone. Bowser oder so. Schneller, dann kriegen wir noch hier ein Power-Up. Ja, okay. Warum wir jetzt nicht Peachette kriegen, aber naja. Ist ja eigentlich egal, was wir kriegen. Oh, lol. Achso, der macht nur so. Okay, ja, das geht ja noch. Können wir uns hier wieder ducken? Perfekt. So, was auch immer da auf uns wartet, brauchen wir nicht. So, wo soll ich denn hin? Junge. Das war jetzt unfair. Aber wir wurden ja nicht gehittet. Ich habe Angst, dass ich hier eine Starcoin verpasse. Ja gut, ne? Ja, jetzt rastet er komplett aus. Ah, jetzt haben wir Peachette. Okay. Tschüss. Darf ich mal bitte... Oh wow, jetzt müssen wir hier hoch. Oh, geh hoch. Danke. Junge, Junge, Junge. Ja, bleib hier. Oh Gott. Wie knapp ist das denn? Können wir bitte abschließen? Und es war die erste Starcoin, nice. Oh ja, Checkpoint. Ich genieße noch kurz, dass die Hand weg ist. Und dass wir es First Try geschafft haben. Oh, hier sind diese Dinger. Bumm. So, jetzt kommt was Neues, als ob sowas auch hier in dem Spiel ist. Oh, das habe ich voll gehasst auf der Wii mit Bewegungssteuerung. Okay, das war nicht so eine schwere Starcoin. Die andere war da schon um einiges knapper, ne? So, warten und jetzt Vollgas, Vollgas. Go, go, go. Nice. Okay. Fliegen wir jetzt da runter? Ja. Das Power-Up brauchen wir nicht. Deswegen gehen wir gleich mal weiter. Gut, hier ist nichts. Gott. Ja, perfekt. Juch, was kommt denn da? Ich warte lieber mal auf die... genau. Renn, 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 renn. Okay, wir sind bis jetzt ohne Treffer hier durch. Das freut mich. Hä, wieso? Aha. So, jetzt beeil dich. Ich habe Angst, dass da eine Starcoin ist, ne? Ah, die Starcoin ist dort. Okay. Hä? Oh, wow. Das habe ich ja gar nicht kapiert. Ich habe jetzt schon gedacht, wir müssen zurückrennen und das mitnehmen. Aber nein. Ich denke mal, wir haben es jetzt. Oh, das ist mies. Das ist richtig mies, Nintendo. Ernsthaft. Wenn man noch nicht mal sieht, was da ist und dann sind da noch solche Viecher. Richtig mies finde ich das. Gibt es hier noch ein Item? Nope.
Okay, naja. Dann müssen wir halt mit Toilette. Ich denke mal, jetzt kommt die Rache von Bowser 2 oder ein zweiter Checkpoint. Aha. Easy, das sah aber auch schon sehr nach Power-Up aus. Kommen wir da hoch? Bestimmt nicht. Nein. Okay. Dann, let's go. Oh, es geht nach oben. Ich hab gedacht, es geht nach unten. Und ja, es ist Bowser Juniors Rache, aber anders als wir gedacht haben. Okay, dann kommt gleich der nächste Boss. Fuck, ich hab vergessen, dass wir erst draufspringen müssen. Hä? Wir haben den zweiten Checkpoint. Das heißt, wir haben alle drei Starcoins schon gesaved. Okay, dann schneide ich jetzt auch nicht. Ah, haben wir keinen Pilz? Nein, gell? Ich würde sagen, ja, Leute, wundert euch nicht. Ich habe sehr viele Power-Ups gerade verschwendet bei Ludwig. Aber naja, die hole ich uns bis nächste Folge wieder rein. Luftgaleere im Anflug. Das heißt, wir sind jetzt wieder beim zweiten Checkpoint. Ja, Gott sei Dank. Und nein, ich will kein Power-Up, weil dann können wir Bowser Jr. vielleicht early besiegen. Bevor er erstmal seine Bomben und alles wirft. Können wir mal testen. Jetzt könnte er sich... Nein. Und jetzt diesmal denken wir dran. Ach, wir leben noch. Ich dachte, wir sind runtergeflogen. Hä, was müssen wir machen? Ah. Oh, es geht. Wow. Können die jetzt bitte nachwachsen? Danke. Nein, das ist doch so... Oh, Manu. Also, Mann, ich weiß nie, was er macht. Nice. Wie hat er das jetzt erwischt? Ernsthaft, wie? Naja, diesmal habe ich gute Chancen. Achso, Mann, ich weiß nicht, was er machen will immer. Och Mann, wir mussten doch nur im richtigen Moment springen. Vierter Versuch. Ach, ich freue mich schon auf den Endkampf, definitiv. Naja, ich finde es schön, dass wir alle drei Starcoins haben. Das bedeutet, wir haben alle Starcoins in dieser Welt. Okay, jetzt kriegen wir dich, Bowser Junior. Wie oft habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Wir waren auf ihm. Oh, ich bin so blöd. Wir sind auch so schlecht, ernsthaft. Wie kann ich jetzt gegen ihn laufen, ernsthaft? Das ist ja nicht möglich. Wie? Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Ja, wenigstens. Okay. Zweiter Treffer. Jetzt bitte anstrengen. Nein, ich bin so schlecht, Mann, Leute, oh Mann. Komm schon. Ach Mann, jetzt, warum werden wir denn immer so blöd von den Bomben getroffen? Hätten wir keinen Bombentreffer, dann wäre auch alles besser. Ernsthaft. Wir werden jedes Mal mindestens einmal von einer Bombe getroffen. Ah.
Und das ist definitiv der Kampf, wo ich bis jetzt mich am blödsten anstelle. Wenigstens, okay. Vielleicht wird es das, dieser Try. Das sage ich zwar schon zum 5. Mal, aber naja. Ist mir egal, wenn wir ihn treffen. Nice. Oh nein, die Bombe zerstört's. Egal, wir haben noch 2 Leben, er nur noch 1. Ja, perfekt. Als ob, was sollte ich da jetzt machen? Jetzt haben wir beide nur noch ein Leben. Das sieht wieder scheiße für uns aus. Ach, come on. Ach, wir sind so schlecht. Das ist jetzt verdient. Wir sind echt zu schlecht. Aber das ist jetzt auch mies, ne? Oh no, die Attacke. Ja, oh mein Gott, wir haben ihn. Endlich. Obwohl das wieder der Try war, wo ich so gedacht habe, nein, wir schaffen es niemals. Weil wir so schnell hintereinander getroffen wurden. Ich frage mich schon so, Toadette darf da am Anfang nicht runter, weil sonst stirbt sie. Und dann fliegt sie plötzlich runter und es juckt halt keinen. Sag nicht, der lebt noch. Toadette, nein, bitte nicht nochmal. Toadette. Ja, sie hat es geschafft. Und Witter. Tja, wo ist er, Junior? Als ob wir so dumm sind und da stehen bleiben. Nein. Wir wollten doch nur dein Schiff zerstören. Ganz klar. Wir springen noch so aus 100 Metern. Okay. Dann würde ich sagen, das ist ein schöner Abschluss für diesen Part. Nächste Folge geht es dann in die letzte Welt, in Peach Castle. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt drauf. Und ja, dann lasst gerne ein Abo, Like, Bewertung, Empfehlung, whatever da. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin und tschüss.